Unsere Mom ist um 7 Uhr aufgestanden, ist zum Buffet gegangen, hat sich umgezogen, fertig gemacht, Bett gemacht. Jetzt wir um 10. Uns geht's gut, ja? Wir sind gefeiert. Unser Zimmer, haben wir unser Bett gemacht? Das wird keiner mehr sehen, wir haben nicht unser Bett gemacht. Ich will ihn trotzdem mal kurz reichen. Ich will mal ganz kurz sehen, wie wir das Zimmer lassen. Ah, super. Super. Ich glaube, das soll irgendeine Rose darstellen. Ja, das soll Liebe darstellen. Und meine Augen sind auch richtig angeschwollen. Siehst du, wie dick das hier ist, Tutti? Siehst du das? Das sind wie so Wassereinlagerungen, weil ich da so matt bin. Oh mein Gott. Friends, wir sind schon eine Woche eigentlich hier. Wir dachten uns so, komm, wir drehen noch einen Vlog, weil eigentlich ist ja so ein Entspannungsurlaub. Was geht denn jetzt hier ab, Junge? Schon YouTube. Das war sie einen Tag lang nicht so. Eigentlich ist ja so ein Entspannungsurlaub. Das Ganze. Guck mal, Mom ist ja schon. Wir reden gerade so voll du dort. Nein, weißt du warum? Mom kommt gerade jetzt schon gefrühstückt. Die macht jetzt hier ihr Kaffee, weil keiner kann ihr Kaffee machen. Ja. Deswegen kommt sie immer zurück ins Apartment. Komm, wir gehen ihr mal Hallo sagen. Hi, Mom. Kuss. Ja. Du hast fertig gegessen. Hast du gut geschlafen? Wie kannst du so früh aufstehen? Wir sind schon eine Woche hier und eigentlich wollten wir ja nicht so viel drehen, weil das jetzt ein Entspannungsurlaub ist mit der Family. Aber wir dachten uns so, einer geht noch rein. Nein, lass mal die Anlage zeigen. Okay. Das wollten wir noch machen. Im letzten Vlog haben wir euch ja das Zimmer gezeigt und dann hatten wir versprochen, dass wir noch die Anlage zeigen, die Horna vollkommen verliebt ist. Ja, ey, die Anlage hier ist krass. Hier ist so ein Weg, der ist jetzt halt pitschnass, ne? Wir haben halt auch immer Pech, aber eigentlich ist der nicht nass. Und dann, der wird so mit Palmen so gerichtet. Du denkst, du läufst gerade Richtung Paradies. Ich weiß, es ist so schön hier, Junge. Jedes Mal, wenn ich hier hochlaufe, raste ich aus. Wir haben das so perfekt gemacht. Ich liebe Palmen. Man fühlt sich wirklich so, als wäre man irgendwie in L.A. Cool, ich zeig euch jetzt, wo wir abgelassen wurden im Prinzip. Also ja. Ist da vorne. Ey, man muss wirklich diese Blume dort nehmen. Hier ins Ohr machen. Ja! Ich will niemanden hier verärgern, aber die geben sich echt viel Mühe. Oh, jetzt hast du es ja echt schon gemacht. Thumbnail, komm. Oh, das sieht richtig aus in diese Urlaubdinger. Gut. Süß, ja. Was mache ich jetzt damit? Ich nehme es mit, komm. Ja. Übrigens, da hinten ist der Eingang, da kommt man so rein. Seht ihr da, wo das Auto jetzt rausfährt? Ist übrigens ein Taxi, richtig klassisch, so richtig in Gelb. Bruder, das sieht aus wie in England. Ja, und hier wurden wir dann so reingefahren und hier rausgelassen. Okay, das ist quasi so der Eingang. Das sieht irgendwie voll deutsch aus, ne? Null türkisch. Hier ist die Lobby. Da drüben haben die einen richtig krassen Kakao und hier chillen halt so die Leute. Und jetzt kommt das Krasseste. Vielleicht sehen es schon ein paar. Nee, die Kamera will es nicht zeigen. Aber draußen ist das Meer. Du hast nämlich beim Frühstück einfach Ausblick aufs Meer. Jetzt einfach geht's Paradies. Auf. Wir chillen hier jeden Morgen, Mittag, Abend und du hast dort das Meer. Das ist so geil. Das hat alles krass. Das ist ein anderes Feeling von Urlaub. Hier sind jetzt richtig viele Leute und ich stehe mit einer Kamera und das ist ein bisschen cringe, weißt du, weil die sind alle so erwachsen, so hochmäßig ein bisschen. Und wir sind halt richtige Highwands und so. Wir passen nicht ins Schema. Mal gucken, was da übrig geblieben ist, oder? Wir sind 3 Stunden zu spät. Ja, das Ding ist, es endet jetzt gefühlt in 1-2 Stunden, also gibt's nichts mehr. Boah, wow, die haben noch richtig viel. Guys, you're not hungry today. Das hatten wir doch gar nicht, gell? Immer leer, wenn ich komme. Guck mal, Amateurist, die haben es nicht gefunden. Also es gibt auf jeden Fall Warmes, Kaltes, es gibt alles. Da vorne werden noch Eier gemacht. Ja. Hier ist zum Beispiel Gemüse, Spinat, Boiled Eggs zum Frühstück, also gekochte Eier oder sowas. Ja. Es gibt alles. Dann schneidet man sich Brot, kann sich was Süßes nehmen. Ich nehme nichts davon, weil ich nehme immer nur Brot mit Salat wie zu Hause. Ja. Und halt Veggie-Salat. Deswegen ist halt ein bisschen kellig. Oh, was ist Onion Rings. Die gibt es jeden Morgen. Ich weiß nicht warum. Oder einfach Onion Chicks. Seit wann? Zum Frühstück. Voll lecker, gell? Burger King. Oh Leute, könnt ihr das gerade essen? Nur mal so, Leute. Leute. Oh, lass mal gucken, was wir vorne noch haben. Heute wird ein geiler Tag, ich weiß es. Hier haben die noch Pancakes. So. Die Hallo, I'm just filming. Ich hab den gerade dabei gefilmt, wie er die Eier macht. In dem Moment, als er es gesehen hat, die Kamera hat direkt gestoppt, gell? Ich so, I'm just filming, gell? Er hat nichts mehr gemacht, er hat sie verbrennen lassen. Er wollte sich nicht umdrehen, weil er hatte Angst, dass er verkackt. Oh nein. Der nächste kriegt einfach schwarze Eier. Guckt. Also hier sind noch die restlichen Süßigkeiten. Deswegen ist am Morgen keiner ist Süßes, weißt du? Mittags, abends ist alles voll. Das sind die Reste. Und ich sag's euch, ich poste auf TikTok die ganze Zeit die Desserts. Alle so, ach Tutti, das gibt's überall in der Türkei. Sieht nur gut aus, schmeckt nicht. Ich denke mir so, nee. Hier, Junge,
alles, was so aussieht, schmeckt genauso. Wenn es krass aussieht, schmeckt es auch krass. Wir zeigen es heute Abend. Oh mein Gott, die Desserts sind so krank. Die hatten sogar gestern asiatische Küche. Also die haben jeden Abend so ein Motto. Gestern war asiatisch. Ja, Tutti hat jeden Tag gefragt, when is the Asian noodles? When is the Asian noodles? Und dieser Typ so, keine Ahnung. I don't know. Auf einmal gestern plötzlich, gell? Ich habe allen gesagt, don't touch this. Ich habe geballert. This one week. Tutti, bitte zeigen Sie uns. Tanzt du jetzt zu der Musik? In dem Schirr, wenn es läuft ja immer Musik, auch so. Ich auch, ich esse so. Oh nein, guck mal, wie dünn ich das jetzt umgemacht habe. Oh Mann, Digga, warum verkackst du heute so? Ich erkläre einfach, Tutti hat einen Salat genommen mit Petersilie, Gurke und was weiß ich, das könnt ihr alles sehen, richtig geil. Mit Butter, türkische Brot, türkisches Gebäck, das im Miam Miam. Weil hier ist alles voller Katzen und ich find's... Hi! Hey Leute! Hi! Weil die lassen hier die Katzen einfach rein. Hi, du hast da was auf dem Kopf? Okay, dann nicht. Ey, Bruder, du stellst seit 2 Minuten gerade Essen vor. Bring's mal auf die Kopf. Ich esse ganz normal, Leute, Salat, Brot, ja, was soll ich noch dazu sagen? Okay. Was ich sagen kann, ist, die Aussicht ist super. Ja. Film gar nicht, dann essen wir das, juckt keinen. Hier vorne ist der Pool, da hinten ist das Meer. Da ist so ein Steg, da laufen wir später hin, da kann man sich richtig schön freuen. Yeah. Was denn? Oh, Vater, so ich jeden Tag, ich muss ihm beibringen, wie er frühstücken soll. Ich sag, Vater, man nimmt ein Brot, bisschen Salat, ein bisschen Käse, so normal. Kannst die Eier nehmen, Würstchen. Er kommt, Bruder, einfach nur Onion Rings. Wer zur Hölle macht das zum Frühstück? Und jetzt nur Pancakes. Du musst was Richtiges essen, Vater. Das ist eine Lasagne, da sind drunter noch. Das ist eine Lasagne. Ich rufe meine Mutter mich, ey, sorry. Ich sag, guck WhatsApp, ich denke mir so, was? Ja, ihr Kaffee hat sie bestimmt geschickt. Nein, die schickt das und sagt, ich habe reserviert. Du hast auch gerade angesprochen, das ist ein Steg, dann bist du direkt am Meer. Ja. Und das Ding ist, die Tücher, immer wenn wir frühstücken und hingehen, dann ist alles voll und ich will nicht hier am Pool sein. Auf diesen Tennisplatz. Guck mal, Vater. Ach, das mach ich mit links, halt fest. Ich schaff das! Sieht so schwer. Ja, Bruder, ich esse ja all inclusive, viele Tage lang. Sieht ganz bei uns geputzt, das erste Mal. Nein, Mom, hast du gesagt, sie soll nicht reinkommen? Nein. Oh, sie hat bestimmt vor Tür. Oh, ist nicht dein Ernst. Ja, die kommen trotzdem, aber... Mom, meine Augenbrauen sind scheiße aus, Leute, meine Augenbrauen sind heute so verkackt. Tut mir leid, auch was geholt im Frühstücktisch, ich sag. Hab ich nicht. Mal, weißt du warum? Weil ich hab mich heute Morgen geschminkt, wo es dunkel war, weil du noch geschlafen warst. Und hab ich sie zu dunkel gemacht. Einfach so. Will sie gefallen wieder. Tutti! Unser Hotel ist da vorne, wir sind gerade hier so rübergekommen an den Steg. Hier liegen so ein paar Leute. Vater wird direkt reinspringen. Komm, Vater. Darf ich reinspringen? Willst du mit mir? Nein. Willst du auch reinspringen? Ja. Ja, ich spring. Oh nein. Geh, Stefan, die geht runter. Oh, jetzt hast du verkackt. Hast du sie? Ich dachte, wir springen zusammen. Warte. Ist kalt? Nein. Jawoll, Horner. Komm, Vater. Ist das nicht kalt? Ich will auch reinspringen, aber ich bin so eine richtige Schüsserin. Ich will nicht hier vorne, hier ist nicht so tief. Ich liebe es, wenn er springt. Unten sind so richtig fette Tiere, so richtig fette Fische. What the fuck? Warte, stopp, hier ist eine Cola, du hast hier so... Als ob du gerade wirklich die Cola getroffen hast, du Idiot. Oh, Vater. Ey, die Cola tropft hier runter. Warte, ich trinke sie. Über König der Löwen. Halt dich fest, dann. Geh lieber. Ah, nee, da ist er nicht so tief. Da ist nicht so tief. Ah, da machst du jeden nass, deswegen. Opa, sorry. Perfekt, der Typ genau neben Vater hat eine Zigarette geraucht. Zigarette ist aus. Ich habe erst vor 2 Stunden gegessen, aber es gibt jetzt Mittagessen. Und das werde ich so davon ausnutzen. Keiner kommt mit, alle so dort sagen, hey, wir haben erst eben gegessen. Es gibt kein zu viel. Ich gehe jetzt hin, werde gucken, was es gibt. Wenn es das Gutes gibt, dann werde ich das auch essen, auch wenn ich gar keinen Hunger habe. Ich habe auch gar keinen Appetit, aber wenn es Essen gibt, hey, warum sollte ich Nein sagen? Horner kommt mit, die ist so eine Ehrenfrau. Ich will keiner wollte mitnehmen. Mitkommen. Horner so, ja, okay, komm, ich komme. Die Definition von Ehrenfrau. Ich komme einfach mit. Ich habe so viel gegessen, eigentlich habe ich gar keinen Hunger mehr. Aber hey, dieser Bauch kann einiges. Hab ich auch schon gesagt. Hey, wir sind zur Fettsäcke. Ich hab auch gesagt, wir haben vor 2 Stunden erst gegessen, haben gar keinen Hunger, aber was geht das jetzt? Ich hab so einen Typen gesehen, der war richtig breit und trainiert. Der hat nur Obst genommen. Ich guck auf seinen Teller, meine war voll. Und seiner war mit Salat, er guckt so. Ich sehe ihn so. Merkst du ja auch, ich muss das essen, um so auszusehen. Ja. Einfach jeder ist hier. Ja, alles voll. Also hat alle Fettsäcke wie wir. Oh mein Gott, ich wollte gerade sagen, bitte hab Süßigkeiten.
Ich küsse deren Herz. Oh. Ja, das sieht doch gut aus. Die haben einfach zum Mittag und zum Abendessen und dann nochmal spät immer Süßes. Ja, aber ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Süßes. Du kannst ja nehmen, wenn du willst. Natürlich. Guck mal. Oh. Look at this. Look at this. Guck mal. Käse, das. Das hier schmeckt richtig lecker. So Tomaten finde ich auch immer. Leute, enjoy. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. Guck mal, kann ich nicht essen? Kartoffeln kann ich essen. Kann ich nicht essen mit Fleisch. Was ist das? Oh mein Gott, es wird Kartoffeln gefüllt. Kann ich essen. Bohnensuppe kann ich essen. Looks very good. Wow. Jetzt noch ein Salat. Junge, dieser Vlog geht dummes Essen voll. Verdammte Scheiße, schreib Vater und komm hoch. Wisst ihr, warum ich gerade so ausraste? Seit einer Woche sind wir hier und wir haben halt nie zum Mittagessen hier oben gegessen, sondern nur unten im Restaurant. Und da haben wir halt mal so einen Wrap gegessen oder eine Pizza oder so. Ganz gechillt. Hier oben, die haben ja richtig Buffet. Das haben wir einfach eine Woche gar nicht gesehen. Ey, jetzt fühl ich mich ein bisschen dumm, gell? Jetzt fühl ich auch ein bisschen dumm. Wir hätten noch fetter werden können. Scheiße, Digga. Und Vater, Mann, Digga. Müde. Warte, ich bin vor 2 Sekunden aufgestanden. Ey, wisst ihr, was das Krankeste ist? Bei den ganzen Getränken, als ich an der Bar war, das sind alles Markengetränke. Also ich kenne es eigentlich nicht so aus dem Ausland, wenn du eine Cola bestellst, ist irgendwie so aus dem eigenen Land eine Cola. Hier haben die alles Marke, also Cola, Fanta, Schwipschop, alles Marke. Auch beim Eistee, hätte ich niemals gedacht, haben die diesen Marken-Eistee. Und auch bei der Milch haben die Alpro-Milch. Junge, was geht hier ab? Oh, warte, ich muss den Leuten ein bisschen mehr mitgeben. Ich will wirklich am Meer leben. Ich habe jetzt diese Phase, ich habe keinen Bock mehr auf Deutschland. Hanna, kennst du, wenn du so eine Woche im Urlaub bist? Da hast du keinen Bock mehr auf Deutschland? Ich habe keinen Bock so zurück in den Regen. So, wir sind allein am Steg, weil alle am Essen sind, deswegen. Let's go, Leute. Ich hole mir wirklich jeden Tag Minimum 2 Kugeln Vanilleeis. Aber ja, nur Vanilleeis. Das ist sogar leer wegen dir. Ja, der gesagt, oben und unten ist alles leer. Ich so. Ich hab gesagt, it's empty. Why? Macht die so, well, girl, this big comes every time and eats like 3 Kugeln. No way. Mein Bauch wirklich, sieht man es von der Seite, Hanna? Ich habe noch nie so viel Luft einhalten müssen in meinem Leben. Oh. Ich könnte Tieftaucher sein. So viel Luft halte ich am Tag ein. Bei mir ist so, it's cute, yeah. I'm 35 weeks today. Alles klar. Wollen wir rüber gehen zu dieser Insel dort? Mhm. Lass du eine Frau, die kicken wir runter, dann gehört die Insel uns. Ei, ei, Captain. Wird das nicht lauter? Aye, aye, Captain! Oh, no! Wer lebt denn? Das ganz viel mehr. Schwanzkopf! Schwanzkopf! Wenn du dich traust reinzuspringen, dann reißt dich komplett am Arm. Ey, Leute, ich kann nicht mal untergehen, weil ich bin so voll. Du dient gleich, ich schwimme so hoch im Bauch. Der Schild so oben. Mädels, bis später, ne? No! Oh mein Gott. Ey, ich mach eine Arschbombe. Das Warum? Ist aber sehr weiblich von dir, gefällt mir. Oh mein Gott. Ach, und wie war's? Es ist voll kalt. Sag ich doch. Oh, wie geil. Komm rein. Ich will auch mal reinspringen. Oh, es fällt gegen auch ästhetisch. Ganz viel Wasser in der Nase. Ist so geil, okay. Leute, wir brauchen jetzt die Kissen, damit wir ganz locker und entspannt rübergehen mit der Kamera auf diese Insel da drüben. Da, die ist dort. Willst du die Kamera? Naja, ja, ich will die Kamera mitnehmen. Deswegen müssen wir so, das Kissen müssen wir hier so tragen. Lustig. Und müssen ganz langsam rüber. Ich zieh dich. Oh mein Gott, das fühlt sich nicht richtig an. Halt dich nur gut fest. Oh mein Gott, meine Mutter macht so. Ich bringe ja schon. Ich hab Angst! Ey, welcher YouTuber macht das? Sag mal bitte. Wenn ihr jetzt keinen Daumen nach oben gibt, ich weiß auch nicht, was ihr dann zu Hause macht. Und wir sind einfach mittendrin. Wir haben kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr, Hanna. Gib Gas! Alter, du bist echt der Profi in Spannend machen, gell? Ja. Ich weiß. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Entweder Hanna schafft es zur Insel da drüben, falls man sie sieht, weil ich sehe gerade gar nichts wegen der Sonne, oder sie schafft es nicht. Auf dieser Speicherkarte, meine Damen und Herren, befinden sich alle Videos, die wir bislang gedreht haben. Wenn diese Speicherkarte kaputt geht, haben wir ein Problem. Ist das mal, ich mach alleine. Ich schwimme einfach so. Nein, Totti! Walla, hör mal auf hier. Hä? Jetzt chill doch mal, Hanna. Ah, du tust mir auch weh. Wie krass, was ich will, du bist. Auf ganz entspannt nach vorne. Ja, ganz langsam. Ich gehe als erstes rein. Wir haben es geschafft, wir sind an der Insel. Ich zeige euch mal kurz, wo wir drauf sind. Das ist irgendwie so eine Insel aus solchen Dingern. Die ist mitten im Meer. Ja. Boah, ich bin die ganze Zeit so.
Anna, zieh dir bitte. Ich habe Angst vor Jellyfish, also vor Quallen. Oh, das haben wir gar nicht gesagt auf YouTube, Hanna. Echt jetzt? Nein. Oh, ich wurde von einer Qualle gestochen. Guck mal auf TikTok. Hier sind noch so ein paar Flecken. Ja. Das ist aber sehr schnell weggegangen. Ja, das ist sehr schnell weggegangen, aber der Schmerz war noch da. Es ist genau hier passiert, an der Treppe. Da musste ich ein bisschen nach oben schwimmen. Es hat so weh getan und deswegen habe ich hier ein bisschen Angst reinzuspringen, aber no risk, no fun. Ich übersetze für euch. Also sie spricht gerade davon, dass sie die Qualle finden wird. Die Maske ziehe ich auch gleich mal an, die ist richtig geil. Oh, ich wünschte, wir hätten so eine Tüte mitgenommen, damit wir unter Wasser ein bisschen filmen können. Das Wasser ist wirklich sehr klar und ihr hättet auch was sehen können, aber die sind einfach zu blöd, um das einzupacken. Seht ihr das? Genau hier sind zwei Fische. Sieht man das in der Kamera, Leute, weil ich sehe gerade nichts. Sorry, der Fisches. Fisches vor allem. Fischies. Das ist kurz Englisch. Fisches. Was willst du machen? Ich kann kein Köpfer-Tortee. Ich kann es mal probieren. Du musst einen Köpfer probieren. Ich habe zu viel Angst. Oh, das ist schon falsche Haltung. Ah, ja, nee, sieht nicht gut aus. Oh, das hat weh getan. Ich werde auf Rücken landen. Soll ich nicht machen? Mach! Ich weiß nicht, wie ich machen soll. Okay, scheiße. Was war das? Bis runter. Hey, guck mal, die Füße alle schon so. Oh, geil, Mann. Leute, liken, kommentieren und abonnieren. Der genießt einfach seine Urlaub mehr. Was hast du jetzt geholt? Der Koch ist so nett, der hat mir Pide gemacht, weil der macht ja nur mit Fleisch, wie du hier siehst. Hat er extra mit Käse gemacht, eine. Und da habe ich noch Pizza genommen, die kam gerade frisch raus. Ich so, komm. Wir sind jetzt am Pool, weil mittlerweile ist am Steg schon zu kalt. Sonne geht auch gerade unter, sieht man bei Tutti. Die Nebenwirkungen vom Essen schlagen schon ein. Tutti, das geht nicht zu. Das liegt safe am BH, vertrau mir. Du bist nicht dick geworden, es liegt am BH. Moin, muss oben zuhalten, ich mach's mit. Oha, wenn ich mich einmal hinsetze beim Abendessen, bam, das platzt. Oh, da fühle ich gerade wie im Mittelalter, wo die so richtig eng das hier bekommen haben, so Korsett und so. Entweder Mommy muss mir kurz helfen oder es geht nicht. Ich habe doch die ganze Woche gewartet. Oh, Mommy, komm mal kurz. Ja, mit meiner Mom haben wir es hinbekommen und einem anderen BH. Ich wusste es nicht. So, mit dem Acker passt es doch. Das Kleid ist so schön. Ich liebe das. Das ist mit einer deiner schönsten. Sie haben gerade zu zweit das Zug gemacht. Ich so, ich habe zugenommen. Scheiß drauf. Nee, ist okay. Meine Mutter so, nein, es lag am BH. Da hat sie das Zug gemacht. Ich so, oh, ich wusste, ich habe eher abgenommen. Wir haben einfach 5:05 und um 5:30 beginnt halt das Abendessen. Wie fühlt es sich an, einer pünktlich zu sein? Wir sind heute pünktlich. Normalerweise sind wir immer so viertel vor oder so da. Wir sind eine halbe Stunde zu spät. Ja, 15 Minuten, 20 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde. Aber Mann, das rechnet doch keiner. Oh, das sieht so gut aus, gerade. Echt? Ja, Mann. Jetzt bin ich ein bisschen geschmeichelt. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Deswegen ist das meiste immer so weg und die Plätze sind auch immer direkt vergeben. Aber jetzt sind wir pünktlich, überpünktlich. Anna, wo sind deine Ohrringe? Nein! Ja, jetzt sehen deine Ohrläppchen so dick aus. Wann gehen wir in die Stadt? Ja, das hat Mami eben spontan beschlossen. Weil er vor 5 Minuten ist auch noch nichts. Oh, wir haben es ein bisschen nur geschminkt, seht ihr auch. So ja, ganz Handtusche, bisschen Rouge, ganz bisschen. Leicht. Ich habe es erstmal Lipgloss mal mitgenommen. Zeig mal meine Mom, komm. Mom, stay right here. Right here. Horner, Lichter, bitte Horner. Wow. Wow. Du hast zwischen den Zähnen? Da ist er nicht zwischen den Zähnen. Tutti will jetzt meine Reaction aufnehmen. Du hast hier ein Haar. Ich habe euch gerettet, Leute. Tutti will meine Reaction aufnehmen auf den Nachtisch, weil sie sagt, das ist mein Lieblingsnachtisch. Und Tutti, wenn es nicht mein Lieblingsnachtisch ist, dann bist du nicht mehr meine Schwester. Okay, beruhig dich erstmal. Komm her. Ein Kuss auf die Stirn. Kennst du so noch ein bisschen Pinch? Ich habe wirklich Angst, dass die Leute da draußen denken, wir haben noch nie Essen gesehen. Warte. Wow, mein Gott, Salat, oh mein Gott. Wir sind dankbar. Leute, wenn ihr dankbar seid im Leben, öffnen sich weitere Türen. Manchmal wächst gleich ein Fenster, dann springst du einfach durch. Ah, geil. Churros. Geil, ne? Und hier vorne haben die Tacos. Ja, ich sehe es. Geil, gell? Tacos sind leider nur mit Fleisch. Ich überlege wirklich Fleisch hier zu essen. Ich bin so kurz davor. Die meisten Sachen hier lohnen sich halt wirklich, wenn es Fleisch ist. Dann. Ja. Deswegen hat Vater auch beste Leben, ich sag euch ehrlich. 3:1. Boah. Mm. Wer macht besser? Oh, warum überlegst du überhaupt, hä? Oh. Also?
Krank. Oh mein Gott, was einfach, einfach Trennungsgrund, sag ehrlich. Kennst du, ich weiß, es kommt, ne, wir sind getrennt. Nein, du machst es gut, aber die machen es halt. Also drin ist mehr Teig, habe ich das Gefühl. Bei dir ist immer so. Also ja. Verstehst du? Okay, sorry, nein, okay, Horner macht besser, komm. Hm? Okay, die machen schon gut. Aber schmeckt 10 von 10. Horror. Aber ich glaube, die machen das nicht so richtig selber, sondern ist ja, ja vorbereitet. Das liegt nicht an dir, sondern das ist vorbereitet ja. In so einem krassen Sternekoch, weißt du? Ja. Oder von der Fabrik. Wisst ihr, Tittis Käsekuchen ballert eigentlich auch gar nicht so. Ach, Titti sagt, ey, schmeckt dein Kakao auch so komisch? Ich so, nee, schmeckt normal. Warum? Sagt die, mein schmeckt irgendwie nur nach Milch. Guck mal, du musst auch erstmal rühren. Ja, so. Das ist alles Kakao. Du musst auch erstmal rühren, Tutti. Aber wieso macht er das nicht für mich? Ja, wenn ich hier Kakao verteilen würde, ich würde es direkt verrühren. Ich fühle mich so voll, gell. Ich fühle mich sogar dieses. Es ist nicht dieses angenehme voll, es ist dieses unangenehme voll. Ja. Dieses, ich will Bauch zurückdrücken, aber geht gar nicht mehr voll. Und ich glaube, wir fangen in Deutschland wieder mit Gym an. Ja, ja. Es war so Mitte. Ja, also ja. Außer Pause vom Urlaub. Hi. Juhu. Hanna, nimm sie mal zu dir. Ja, fein. Was ja. Sagt man denn bei Katzen? Man sagt Miau. Miau. Miau, miau, miau. Hanna, du kannst das ich habe so eine Stelle. Hier. Sind direkt noch Kaff. Guck mal, was sie macht. Sie fällt gerade in den Schlaf. Siehst du, wie tief ihr Kopf ist? Oh. Oh. Thank you. Du hast meinen Auftritt versaut. Oh, fuck it. Oh. Ja, ich weiß, es ist so witzig, aber. Oh, da ist ein Hund, Tutti. Oh, guck mal, sein Schwanz macht ganzen Boden sauber einfach. Oh, ich liebe die Stadt abends. Guck mal, wie geil das aussieht. Das ist so schön. Im Ausland sieht die Stadt abends geil aus. Geiler als am Tag. Jetzt ist alles erhellt. Leute sind braun gebrannt, haben farbige Sachen an, sind gut gelaunt. Oh Gott, ich schreibe gerade mich. Warum streichen wir die, als wäre das gerade ein Tier? Oh, ich schwöre, ich finde die voll schön. Lass mal sowas nehmen, ich feiere sowas am Meer. Aber ich mag nicht so diese Nazar-Auge. Echt? Ich muss nicht sein. Mich schützt das Auge von Nazar gegen das Auge von Hilo. Everybody's been saying that you're up to no good. Everyone. Er denkt, Fotos, Video, du. Ich ja, weiß, das Ding leuchtet in rum. Ach so. Has been telling me that you got me hooked. You're playing it big. Kannst du ein Bild von mir machen? Time, you're feeding me lies. Everyone has been bugging me. Hast du gekauft? Ja, ja. Was ist das? Anime? Anime. 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 Der hat nur 25 Lira gekostet. Der so 1,50 Euro. 25 Lira oder for free? Was war das für ein Blick? Oder for free? Gefühl für viel, weil er 1,50 hat er gesagt. 25 Euro. Ja, sie plötzlich an, ich hab nicht mal gesehen, wer sie bezahlt. Also, ich hab 25 Euro. Ich hab Zeuge, meine Mutter. Oh, drum ist er lang. Einfach keiner sitzt dort. Ja, keiner sitzt dort. Meine Mama hat ihren Namen gefunden. Willst du es haben? Ich glaube, da steht Tutti. Ich glaube, da steht JD Family. Ich glaube, da steht abonniert JD Family und JD Reaction auf YouTube. Ah, okay, komm, zieh sie an. Ja. Ach, die haben 30 Lira oder so gekostet, das ist nichts. Wie sieht das aus? Die sehen schön aus. Mein Ohrläppchen ist so fett, Tutti, wie bei einer Oma. Ich hab Mami gerade überredet, dass sie ein Eis holt, aber scheiß drauf. Nichts wird gewertschätzt. Guck mal, der Bruder muss jeden Tag ackern, Kinderarbeit. Bitte gewertschätzt mal, Erbentruppe. Ja, ich hab 200 Lira. So, damit holen wir uns keine Taschen, keine Schuhe, wir holen uns Eis. Tutti, ich glaube, ich will wirklich Slush anstatt Eis. Eis kann ich auch im Hotel essen. Aber das Eis sieht irgendwie nicht so aus, als würde es mir schmecken. Ich glaube, es sieht nur gut aus, aber guck mal, wenn du an Geschmack denkst, war das nicht bocken. Das sieht nicht so gut aus, ne? Ja, das sieht nicht so lecker aus. Dann nehme ich so ein Chicolata. What is Chicolata? Ah, das ist Waffel. Okay, one for me. Put a lot. Much, much, no, much, much, much. Not that much, little. Ah, das ist nicht für dich. Alles for them? Yes. Okay, ist enough for them. Okay. Also das kann man alles drauf machen. Ich liebe aber nichts davon, weil es sieht nur geil aus, so in der Menge. Aber wenn du genau guckst, man, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Das ist aus wie Steine. Keine Ahnung. Keine Schokodinger. Nee, wirkt alles. Ich will nur Nutella. Ey, schon, dass er nur echte Nutella hat. Du denkst wirklich, das ist echte Nutella. Das ist leere Nutella, diese, wo er seinen eigenen Nutella reintut, gell? Bist du dumm? Nein. Natürlich. Nein. Ey, du hoffst halt wirklich. Ey, Holla, okay. Ist bei allem skeptisch, aber irgendwann reicht's doch mal. Ne? Du denkst wirklich, die benutzen
jeden Fall. Okay, probier gleich und sag mir dann. Ich bin Nummer 1. Ich habe das hergestellt. Ich weiß ganz genau meine Rezeptur. Oder deine Blutgruppe ist Nutella. Ja, genau. Wenn das wirklich fake ist, ihr wisst, was ich mache, dann mache ich hier Terror. Rabball. We're from Germany. German Television. Guck mal jetzt, wir für Television. Wir extra gucken, dass da nichts. Hast du gesehen, was der Schuss hatte? Weil ich auf der Television. Wenn der wüsste, so YouTube-Channel, oder? Only one. Abi. Ja, perfekt. Yes, perfekt. Das ist für sie? Ja, Chiba 9, Junge. Oh, redest du mit mir? Der hat mir schon mal eine Eiskugel drauf. Als Entschädigung. Er sagt immer, not for you, for them. Deutsch? Hallo. Hi. Kann das meine Waffe sein? Ja. Kommt ihr aus Deutschland? Ja. Woher? Ah, cool. Augsburg? Frankfurt. Ja. Oh, das geht, das geht. Was haben wir gerade alles auf Deutsch geredet? Oder ich überlege gerade. Könnt ihr ihm sagen, eine mit Erdbeer und vier Nutella? Ah, einfach süß, die übersetzen. Ja, war richtig süß. Das ist Zusammenhalt. Deutsch. Meine Mutter jetzt so. Oh, schmeckt richtig gut. Echt? Schmeckt richtig gut, ja. Oh, das ist Blaubeere, Zitrone, Erdbeere. Egal. Lecker, gell? Sehr, sehr gut. Ich sag dir jetzt, ob es echt Nutella ist. Ich bin ehrlich. Ja. Was hast du gesagt? Lüge. Du musst halt jetzt alles sagen, wenn du recht hast. Ich hoffe auf mein Leben. Das war's mit dem Vlog, Leute. Hoffentlich hat er euch gefallen. Mal was anderes. Ja. Hier Butterum City und der Tag, den wir heute erlebt haben. Deswegen liken, kommentieren, abonnieren. Ganz, ganz wichtig. Auch JG Reaction abchecken. Da kommen täglich Reactions online. Ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, ciao.